Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trend Simulator 2016. Heute hier mal wieder auf Bahnfreak TV. Heute geht es mal wieder um eine Vorstellung, und zwar um die Baureihe 361 bzw. auch V60 genannt, die am 18.12.2015 von DTG erschienen ist. Derzeit kostet das Paket 6,30 Euro. Das ist noch ein Sonderpreis bis zum 4. Januar. Danach kostet das Add-on dann knapp 14 Euro. Ich werde hier auf folgende Leistungsmerkmale eingehen, auf dem, was bekomme ich für mein Geld, also was ist im Paket enthalten, aufs Aussehen, auf den Funktionsumfang, auf den Sound, bei dem ich euch wieder alleine lassen werde, aber im Vorfeld noch was dazu sage, werde euch den Regen- und Lichteffekt zeigen und werde dann noch auf Probleme eingehen und im Anschluss gibt es dann nochmal ein Fazit von mir. So, den Anfang machen wir mit was bekomme ich für mein Geld. Klar ist, dass ich die Baureihe 361 bekomme, alias V60. Dann haben wir noch hier diese Güterwaggons, Containerwaggons sind das. Und zwar die SGG RSS. Die sind auch noch mit dabei. Dann habt ihr insgesamt drei Karriereszenarien auf der Strecke München-Rosenheim. Die Lok ist quickdrive-fähig. Und es sind insgesamt zwei Zugverbände schon vorgefertigt. Einmal die Lok als Solo-Verband und dann gibt es das Ganze nochmal mit den Containerwaggons. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ihr diesen Zug mit den Container ladet, dann sind die immer ohne Beladung. Da müsste man sich dann halt zwecks Beladung oder so in dem Zugzusammenstellungsmenü dann einfach einen Zugverband zusammenstellen. So, kommen wir zum zweiten Abschnitt des Videos. Es geht weiter mit dem Aussehen. Da fangen wir mit den Schriftzügen mal an. Und wie man sehr schön schon erkennen kann, die größeren Schriftzüge sind sehr gut zu erkennen und die kleineren sind doch recht verschwommen. Und dabei sind wir noch gar nicht allzu dicht dran. Ne? So, jetzt ist das schon wirklich sehr dicht. Und das hier unten. Ja, also das geht auf jeden Fall besser, finde ich. Man kann es zwar lesen, aber wie gesagt, das geht besser. Ein Lokführer wird simuliert. Das ist immer ganz wichtig. Ja, wir haben also hier nicht das Gefühl, dass wir hier eine Geisterlok haben, so wie bei einigen Herstellern. Und wenn man hier schon vom Außenbereich reinguckt, also man kann hier sehr gut die ganzen Armaturen sehen, also das sieht schon wirklich sehr gut aus, das hat man auch nicht immer. Da ist wirklich fast jeder einzelne Schalter zu erkennen. Oh doch, das gefällt mir. Man ist wahrscheinlich natürlich nicht so oft im Außenbereich, aber trotzdem, das macht doch schon einiges her. Gucken wir uns mal die Rückseite an und auch hier sind die Zahlen sehr gut lesbar. Was allerdings schon auffällt, ist, dass der Schattenwurf und generell hier hinten die Texturen doch recht verwaschen aussehen. Das sieht natürlich nicht so schön aus, zumal wir hier eigentlich auch noch nicht wirklich sehr dicht dran sind. Wenn wir weiter weggehen, sieht das Ganze schon, ja, wirkt schon ein bisschen besser. Aber trotzdem, das sollte man vielleicht einen kleinen Zacken ein bisschen besser machen können, finde ich. Von der Kupplung her, ja, wirkt detailliert. Ich denke, das ist soweit okay. Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Ist halt eine kleine, süße Lok, würde ich sagen. Also, sie hat doch irgendwie, strahlt irgendwie was, so mit gewissen Charme strahlt sie auf jeden Fall aus. Was allerdings auch auffällt, ist, sie ist nicht verdreckt. Sie ist sauber, sehr sauber sogar, finde ich. Und sieht so aus, als wenn die nie benutzt worden ist. Nun ist die Lok nicht erst seit gestern draußen, sondern hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da hätte man ruhig, ein bisschen was machen können. Gehen wir ins Cap. Das ist sehr detailliert. Wir haben hier sämtliche Schalter auf dem Pult, auf dem Armaturenbrett sozusagen. Und einfach nicht.
Na, was mache ich denn? So. Auch hier sind die Schriftzüge gut zu erkennen. Aber hier könnt ihr alles sehr gut lesen. Also ich denke mal, das passt. Auch hier hinten, wo dann die Handbremse ist. Ja, das war eigentlich das Aussehen. Also mir gefällt sie. Ein bisschen verwaschen wirkt sie, aber ich finde so im Cap und so, das ist alles schon in Ordnung. Weiter geht es mit dem Funktionsumfang der Lok. Da fange ich mal an, was nicht geht. Ihr könnt hier zum einen die Fenster nicht runterlassen, also bewegen, runterlassen sowieso nicht. Ihr könnt hier keine Türen öffnen und auch sonstige Fächer lassen sich hier nicht öffnen. Hier unten zum Beispiel, das geht halt alles nicht. Ihr habt ja auch keine Sonnenschutzblende, also dass man hier vielleicht eine hätte runterlassen können, das gibt es ja alles auch nicht. Ihr habt hier insgesamt zwei Kamerapositionen, einmal links und einmal rechts. Ihr könnt euch hier nicht komplett um 360 Grad drehen, sondern das sind dann nur, ja, es sind 180 Grad halt und einmal nach rechts schwingen. Das ist immerhin auf der anderen Seite genauso. Ja, dann gehen wir jetzt über zu den Schaltern. Da haben wir hier den Notschalter. Hier haben wir die Zugbremse, die betätigt über Ö oder Ü. Dann haben wir hier die direkte Bremse, die betätigt über die Fragezeichen oder Semikolon. Dann haben wir hier unten noch ein paar Sachen, aber die lassen sich nicht bedienen. Das geht also alles nicht. Dann haben wir hier den Richtungswahlschalter, den betätigt über die Taste W oder S. Es geht auch alles mit Maus, ne? Also das... Das also alles macht, das ist also kein Problem. Dann haben wir hier den Leistungsregler, betätigt über A oder D. Und dann habt ihr hier, ich gehe mal hier ein bisschen näher ran, dann habt ihr hier den Hebel für den Gang. Rangiergang einmal und einmal Streckengang. Rangiergang wäre so, dass ihr bis zu 30 km/h beschleunigen könnt. Also sollte man nur. Und der Streckengang geht bis 60 km/h. Schneller fährt die Lok generell nicht. Sei denn, ihr fahrt natürlich einen Berg runter, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier die PZB-Schalter. Wachsam wäre die Bild nach unten-Taste. Befreien ist die Endetaste und Befehl 40 ist die Entferntaste. Ich gehe mal nochmal zu dem Schalter hier, den betätigt im Übrigen mit der Taste E. Oder halt natürlich mit der Maus. Die PZB schaltet ihr über STRG und Eingabetaste am Nummerblock ein. Ups, jetzt habe ich ein bisschen zu doll aufgedrückt. Ne, war doch an. So. Und dann leuchtet hier sozusagen, es gibt nur zwei Lämpchen, die sind dafür zuständig. Und darauf müsst ihr dann halt beim Fahren achten. Es gibt keine weitere Zugart. Es bleibt immer auf der Zugart O stehen. U stehen, Entschuldigung. So, was haben wir denn noch? Dann habt ihr noch SIFA. Da wird über Umschalttaste und Eingabetaste eingeschaltet. Das dafür ist dann dieses Lämpchen hier zuständig. Steht auch ja drunter, SIFA. Dann haben wir hier die Schalter für die Scheinwischer. Die lassen sich einzeln ansteuern und sind auch stufenregulierbar. Allerdings nur dann, also einschalten könnt ihr sie über die Taste V. Allerdings sind dann alle Scheibenwischer an, auch auf der anderen Seite. Und wenn ihr sie halt einzeln ansteuern wollt, dann geht das halt nur über dieses Pult. Was noch geht, ist, dass ihr die Scheibenwischer manuell bewegen könnt. Also ihr könnt sozusagen nach links hin komplett drehen, dann habt ihr komplette Sicht auf die Strecke. So, was haben wir denn noch Feines? Wir haben denn hier diese ganzen Schalter fürs Licht. Ihr könnt übrigens jede Lampe einzeln ansteuern. Also wenn ihr zum Beispiel nur die links unten haben wollt, dann könnt ihr auch nur die links unten einschalten. Oder wenn ihr die rechts halt nur haben wollt, dann halt nur die rechts.
Das ist hier fürs Cap. Fürs Cap schaltet ihr über Maus oder halt die Taste L. Grundsätzlich ist das Cap-Licht immer eingeschaltet, wenn ihr in diese Lok einsteigt oder wenn ihr ein Szenario ladet oder halt schnelles Spiel, ist immer das Cap-Licht an. Ja, das kann man jetzt so positiv oder negativ sehen. Ich finde es ja eher schöner, wenn ich das alles selber machen muss, als dass man mir das vorgibt. Das Licht allerdings, alles hier einzeln anzusteuern, geht nur über das Pult. Also jede einzelne Lampe. Ja, dann auf der linken Seite sieht es ein bisschen anders aus. Da habt ihr hier dann sozusagen noch das Horn. Ihr könnt zwar auch von hier das meiste steuern. Ich weiß es gar nicht. Habe ich jetzt schon Sander-Taste erwähnt? Nee. Also auf der rechten Seite wäre dieser Schalter dann noch der Sander. Und würdet über die Taste X bedienen. Und dann lässt sich halt auf der linken Seite nicht bedienen. Auf der linken Seite könnt ihr aber hier Richtungswender verwenden, Leistung raufgeben, PZB bedienen und die Scheinwischer auch. Und von hier aus kommt man vielleicht noch ein bisschen besser an die ganzen Lichtschalter ran. Ja, das wäre es eigentlich fast. Hier haben wir noch die Handbremse, die betätigt über die Raute-Taste oder halt über die Maus. Und ich habe das Gefühl, meine Stimme versagt gleich. Moment. So, jetzt sollte es wieder besser sein. Ja, wie gesagt, also das wäre dann im Großen und Ganzen der Funktionsumfang. Soundtechnisch ist es doch eher wieder mickrig ausgefallen. Wir haben hier eher wieder DTG-Standard-Sound. Man hat zwar schon das Gefühl, dass man hier in einer Diesel-Lok sitzt, allerdings der Weichen-Sound ist wieder hört sich wieder sehr plastisch an, also nicht schön. Und auch das Signalhorn könnte meiner Meinung nach ein bisschen stärker wirken. Es wirkt so ein bisschen, sehr mickrig. Aber davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen. Und danach geht's dann nochmal weiter mit der Problembehandlung.
So, kommen wir zur Fehlerbehandlung. Also die SIFA und die PZB funktionieren schon mal, also da ist mir nichts aufgefallen. Aber es gibt ein Problem, wenn man eine Zwangse bekommt. Und die werde ich jetzt provozieren. Und dazu schalten wir erstmal die PZB ein. Und die SIFA brauche ich jetzt nicht einschalten. So, dann Richtungsweichschalter nach vorne. Gang einlegen auf 60. Und ab geht die Post. Und zwar folgendes. Wenn man eine Zwangsbehandlung auf einer Schräge bekommt, dann passiert gleich was wahrscheinlich gar nicht, was einfach nicht, was man, woran man wahrscheinlich gar nicht gedacht hat. Das, denke ich, ist eine Sache, ja, damit hätte man jetzt so nicht gerechnet. Ich will mal jetzt nicht zu schnell fahren. Lass mal kurz hier. So, gleich werde ich auf Vollleistung gehen, wenn wir hier das grüne Signal passiert haben. So, wir werden jetzt ein Stückchen fahren und dann passiert was, was nicht so schön ist. Wie gesagt, ich gehe davon aus, daran hat man nicht gedacht einfach, dass sowas passieren kann. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, der ja, der nicht offensichtlich so ist und der wahrscheinlich auch nicht so oft auftreten wird, wenn man gerade eine Zwanze auf einer Schrägen bekommt. Wir werden jetzt kurz, wir werden jetzt auf diesen Abhang, auf diese Brücke fahren, kurz vor Berlin Hauptbahnhof. Wie gesagt, schneller geht's nicht. 60 km/h, mehr fährt die Lok nicht. Das wäre mir, ganz ehrlich, das wäre mir auch nicht aufgefallen, wenn es nicht gerade auf einer Schräge passieren würde, was jetzt gleich dann los ist. Das müssen wir gleich bestätigen. Jetzt habe ich bestätigt. Jetzt leuchtet hier auch die Lampe auf, dass wir im Wachsamkeitsmodus sind. Und ja, jetzt haben wir noch 38 Sekunden circa und da vorne auf der Schräge wird dann gleich was nicht so Schönes passieren. So, wir haben jetzt die Zwangse. Und genau das meine ich. Das ist natürlich nicht so gut. Und das kriegt man jetzt nur weg, indem ich jetzt die Befreiungstaste drücke. So, und dann ist das auch wieder weg. Aber es ist natürlich, ja, es wirkt eigenartig. Und wie gesagt, da gehe ich einfach davon aus, dass man, daran hat man nicht gedacht, dass sowas passieren könnte, glaube ich. Also es ist nichts Offensichtliches eigentlich. Und dass man gerade auf eine Steigung, eine Zwangse kriegt, ist ja doch, ja, ist schon etwas geringer, als einfach so auf offener Strecke eine Zwangse zu kriegen. Wie soll ich das jetzt einordnen, als Fehler oder nicht als Fehler? Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt für mich auch ein bisschen schwer. Sicherlich wäre es gut, wenn man da nochmal was gegen tun könnte. Wie gesagt, die SIFA und PZB funktioniert und ansonsten sind mir auch bis dato keine Fehler aufgefallen. Von daher stufe ich das mal ein bisschen anders ein. Aber gut, dass, ja, dass es passiert ist einfach. Vielleicht guckt man sich das Video einfach mal an und kann da vielleicht nochmal gegen agieren.
Und weiter geht's mit dem Regeneffekt. Wir gucken uns erstmal die Scheiben von innen so an, um die man sehr schön sehen kann. Es regnet in Strömen und alles ist richtig schön beschlagen. Und jetzt mache ich mal das Cap-Licht aus, oder was ist an? Ich lasse aus. Und sieht da so richtig gut aus, finde ich. Stark beschlagen. Wir schalten jetzt mal die kompletten Scheibenwischer an über die Taste V. Und dann sieht das halt so aus. Da kann man, also regnet das schon fast so stark, dass man eigentlich schon, ja, dass man eigentlich gar keine Sicht auf die Strecke hat. Schalten wir mal da aus. Und ups. Und hier drüber kann man es auch. Kann ich eigentlich auch so machen. Rum für den rechten. Und dann müsste eigentlich. Nö, okay. Ist ja auch gut. Ah, sehr gut. Das wusste ich auch noch nicht. Das heißt also, wenn man den Schalter einzeln betätigt, dann hat man auch mal auf einer Seite. Ach nee, das ist für den hinteren. Okay. Ah, ist ja gut. Ihr könnt also wirklich jeden einzelnen Scheibenwischer wirklich ansteuern. Ja, das finde ich gut. Also, ja, dafür gibt es einen Pluspunkt. Und dann sind die natürlich, wie gesagt, auch stufenregulierbar. Ja. Auch auf die Seite drehen, ja. Wenn wir nach rechts drehen, dann sind sie halt schneller. Und das ist natürlich auch variabel von Scheibenwischer zu Scheibenwischer. Ja, also das finde ich sehr gut gemacht. Und das Ganze haben wir dann natürlich auch noch auf der anderen Seite. Also ich denke, da gibt es definitiv nichts zu meckern. Es regnet nicht rein, wie man sehen kann. Also, das passt sehr gut. Gehen wir kurz im Außenbereich. Und hier ist klar, hier sieht man natürlich leider nichts. Aber das ist nun mal leider so beim TS. Ich würde es mir auch immer anders wünschen, weil es einfach realer dann wirkt. Aber ja, das geht leider nicht. So, weiter geht es mit dem letzten Kapitel, und zwar mit dem Licht. Wie gesagt, wenn ihr ein neues Szenario startet oder schnelles Spiel, dann habt ihr immer das Cap-Licht an. Das sieht dann so aus. Ist halt nicht ganz pralle hell oder so, aber es leuchtet schon das Cap aus. Und das macht sich auch im Außenbereich bemerkbar. Man sieht also, dass es heller ist. Über die Taste L schalte ich es jetzt aus. Und jetzt kann man sehr schön erkennen, dass es jetzt auch dunkel ist. So, das Cap aus. Also es ist dann wirklich schon richtig duster. So, wir schalten jetzt mal das Instrumentenlicht ein. Das macht ihr über die Taste I. Oder halt Hovara. Hat sich ja gerade bewegt. Das hier ist er. Oder halt natürlich über diesen Taster. Schalter. Und da kann man sehr schön erkennen, dass dann hier die ganzen Nadeln, aber werden die Nadeln, die Nadeln sind ja irgendwie nur, na gut, es wird schon, da leuchtet, aber man hat schon das Gefühl, dass hier eher die Nadeln von da aus das Licht ausgeht. Und na gut, und so sieht das halt im Dunkeln aus. Also ich denke, das geht in Ordnung. Also man kann immer noch die Zahlen sehr gut erkennen, was auch nicht immer der Fall ist. Also ich denke, das passt. Ja. So, kommen wir, ich schau mal das Cap-Licht wieder ein, kommen wir jetzt zum Spitzenlicht. Das schaltet über die Taste H ein. Da könnt ihr allerdings nicht jedes Licht einzeln ansteuern. Also entweder ist es halt das obere oder halt das untere, die beiden unteren oder halt alle drei zusammen. Und drückt ihr weiter auf die Taste H. Gut, jetzt ist natürlich auch hinten das Hinterlicht dann auch an, Rücklicht. Und würdet ihr jetzt nochmal auf die Taste H drücken, dann habt ihr nur hinten das obere an.
Oder halt unten. Oder halt alle drei wieder. Drückt ihr nochmal rauf. Dann ist wieder alles aus. So, wollt ihr jetzt die Lichter einzeln anschalten? Dann muss ich mal gucken, dass ich hier auch alles treffe. Schalte ich mal nur das ein. Gucken. Dann habt ihr auch nur das obere. Geh mal wieder rein. Machen wir mal anders, wo ist denn das? Müsste ja eigentlich das sein. Genau. Und jetzt seht ihr, dass ich also hier zum Beispiel nur diese eine Lampe anhabe. Das könnt ihr mit allen Lampen so machen. Das ist also dann gar kein Problem. Machen wir es. Die hier wieder aus. Und dann seht ihr, dass die zum Beispiel an ist. Also wie gesagt, geht jetzt darauf nicht näher ein. Ich gehe jetzt nicht alle durch, aber ihr könnt wie gesagt alle da ein- oder ausschalten. Schalte ich mal so wieder ein. Und das war mal ein ganz kleines Stückchen noch. Das halt wirkt im Außenbereich das Licht, wenn ihr fahrt. Ich schalte dazu mal das Cap-Licht aus. Habe ich alle drei an? Ja, ich habe alle drei an. Also man kann hier vorne schon Lichtkegel erkennen. Auch werden an den Seiten die Pfeiler dann angeleuchtet. Ihr könnt die Schilder weiterhin erkennen, also es wird auch nicht zu stark angeleuchtet. Und im Außenbereich wirkt es ein bisschen heller. Egal, habt ihr nicht die Scheibe davor. Schalt mal kurz eins runter. Was hab ich jetzt gemacht? So. Und dann seht ihr, dass ihr ja auch nur noch zwei Lichtkegel habt. Macht sich dann auch ein bisschen im Cap bemerkbar, schaltet jetzt nochmal das andere Licht dazu. Und dann leuchtet das hier oben ein bisschen an. Ob es jetzt auf der Strecke dann ein bisschen heller wird, das weiß ich nicht. So sieht das Ganze aus, wenn er euch vorbeifährt. Ich gebe noch ein bisschen Gas. Ich beschleunige jetzt mal auf volle Pulle. Ja, wie gesagt, so wirkt es dann halt im Außenbereich. Denke, das passt alles. Vom Licht her sieht es auch gut aus. So, kommen wir zum Fazit. Die Lok wirkt kompakt auf mich. Vom Aussehen her, denke ich mal, geht das in Ordnung. Gut, die Schriftzüge sind nicht so schön, jedenfalls nicht die kleineren. Es ist auch nicht so hochauflösend wie jetzt zum Beispiel eine Virtual Railroads Lok oder so. Aber ich denke mal, es passt, es geht immer noch. Ja? Also es ist jetzt keine Katastrophe. Ansonsten macht die Lok, was sie soll. Die PZB funktioniert, die SIFA funktioniert. Gut, das auf der Schrägen ist natürlich nicht so schön. Das passiert aber auch nur auf einer Schrägen, auf einer Geraden habt ihr das nicht. Wenn man natürlich nicht richtig agiert bei der PZB und ihr eine Zwangse kriegt, dann drückt ihr einfach schnell befreien und dann ist das Problem eigentlich auch gelöst. Also ihr solltet nicht auf einer Schrägen dann in der Zwangse verweilen. Von daher stufe ich das auch ein bisschen ab. Sicherlich sollte man sich das mal angucken und vielleicht kann man da auch nochmal was regeln. Aber das ist jetzt nicht so ein Problem, dass die Lok nicht fahrtüchtig wäre, finde ich persönlich. Sicherlich sieht das jeder anders, da muss man dann halt das für sich selber entscheiden. Aber ich denke auch einfach, bei 6,30 Euro im Moment machst du auch nicht wirklich was verkehrt. Ab dem 4. Januar dann halt 14 Euro. Kommen wir kurz zum Licht, das ist meiner Meinung nach auch okay. Nicht zu hell, nicht zu dunkel, gut, es ist nicht stufenregulierbar. Aber man kann alles sehen und man hat auch Effekte. So sieht es auch im Cap aus, das ist auch nicht zu grell. Und auch nicht zu dunkel.
Kommen wir kurz zum Ringeffekt. Das ist auch, denke ich, vernünftig ausgefallen. Ihr könnt die Scheibenwischer einzeln ansteuern, stufenregulierbar. Was ich so bei 4 Stück nicht gedacht hätte, dass man alle 4 einzeln ansteuern kann. Also das sind schon so kleine Sachen, die doch schon ein bisschen was ausmachen. Ihr habt einen Lokführer. Im Großen und Ganzen, denke ich, bereichert die kleine Lok doch schon den TS gut. Beim Sound macht man Abstriche, aber das war klar. Bei DTG fällt meistens der Sound nicht so gut aus. Aber ich denke, vielleicht kommt ja da nochmal von User ein kleines Update, ein Sound-Update, und dann sieht das da vielleicht auch ganz anders aus. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch diese kleine Lok ein bisschen näher bringen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen angenehmen Tag.